Und damit ein ganz herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von SimAirport. Ja, wir müssen hier jetzt noch unser Treibstoffsystem anschließen. Wie genau das funktioniert, ich habe das noch nie gemacht. Ich hoffe, so reicht es. Wie gesagt, das ist jetzt das erste Mal, dass ich das System hier verwende. Bis hier. Aber ich sehe tatsächlich gar keine andere Möglichkeit. Das irgendwie miteinander zu verbinden. Also, es kann eigentlich nur so gehen, tatsächlich. So, ja, dann baut mal. Ja, die Zeichen sind auch weg. Okay. Gut, dann wird das das wohl sein. Ja, der meldet jetzt auch. Ja, genau. Sehr schön. Jetzt müsste ich das, glaube ich, genau, Betankungssystem, Dauerauftrag. So, komm. Betankungsdienste, wieso kann ich das jetzt nicht durchführen? Zurzeit wird den Fluggesellschaften keine Betankung angeboten. Okay, und warum? Ein Anschluss, der an Gates angebracht und mit unterirdischen Rohrleitungen verbunden werden kann, um schnelleres Betanken zu ermöglichen. Oh, brauche ich da wirklich noch, brauche ich da wirklich noch, Depots mit Tankwagen? Wäre natürlich etwas doof. Heißt das nicht? Das heißt, haben wir. Oh, digitales Werbeschild. Nee, großer Hangar. Okay. Hier noch hin, sehr schön. Ja. Oh, da kommt ein A380, sehr schön. Wie sieht's denn eigentlich hier bei unserem Ticket und so aus? Stimmt, die Security wollte ich ja noch komplett überarbeiten. Weil die da ja von vorne nach hinten und von vorne nach hinten laufen. Hm,
Ja, das muss ich noch mal überarbeiten. Okay, die Stadtbahn muss öfters kommen, alle 15 Minuten bitte. Da ist aber auch nicht viel Platz. Okay, warum? Reachable Road Objects? Okay. Tankwagen. Ich hoffe, das geht jetzt so. Reachable Road Objects. Verstehe ich nicht. Auftrag, ja. Okay, Anforderungen für den Verkauf von Treibstoff. Preismodell ausgewählt. Ein Treibstoffdepot, das die Anforderungen erfüllt. Hab ich doch. Oder kommt da niemand hin wegen der Straße? Kann ich denn die Straße löschen? Hä? Hä? Wie kann ich denn die Straße löschen, bitte? Ach, oh, ich hasse es, wenn ich... Man denkt nicht immer an alles. So, bist du jetzt reachable? Jetzt meckerst du? Ist das dein Ernst? Nee, da wollte ich jetzt nicht hin. Ein Treibstoffdepot, das die Anforderungen erfüllt. Du hast doch hier Spawn und du hast hier wieder despawn. Also. Was ist das Problem? So ist für dich okay. Was gibt's denn dann sonst noch so? Kann ich das auch echt dumm gesagt hier hin platzieren?
geht. So. Du bist mit einem unterirdischen Treibstoffnetz verbunden. Ja, bist du doch. So. Okay, lass mal dich vielleicht doch mal jede halbe Stunde fahren. Okay. Also. Nee, Betankungsdienst. Okay, ein Treibstoffdepot, das eine. Okay, das haben wir jetzt schon mal. Preismodell auswählen. Markt verfolgen. Festpreis. Markt verfolgen. Der Treibstoff wird der Fluggesellschaft zu einem Preis verkauft, der proportional zum schwankenden Markt ist. Die Nachfrage nach Betankungsdiensten wird drin. Wenn die Preise gleich bleiben werden, von Anforderungen dieser Förderung, okay. Geringer Bedarf, 0 Liter angefordert. Okay, was mache ich, wenn ich Festpreis? Ich das mit dem. Ah ja, kann ich. Ja, dann machen wir das doch mal so. Kaufen. Kauf mal. Gut. So. Es hat er jetzt aktuell noch kein Flugzeug, das gebraucht. So, wir können ja mal gucken, ob wir noch. Also ich könnte die hier jetzt natürlich erstmal auf 3 Stunden 30 machen, das habe ich gesehen, das reicht denen völlig. So, auf dem A380 reichen 3 Stunden 30. So, hier nochmal. 30, was haben wir hier noch? Ja, auch mal 330. Wir könnten noch einige hier bei Spät annehmen. KLM. Sehr beliebte Fluggesellschaft. So. Ganzen 777 hier. So, 3 Stunden 30. Moment, du kriegst natürlich auch deine 3 Stunden 30. Ja, du hier. So, wo haben wir noch Platz? Wir haben ein bisschen Platz noch hier am Nachmittag.
KLM am Nachmittag, nur eine 777, eine Boeing 737, noch eine 737. Die könnten wir hier sogar. 777, 737, 737, die können wir hier nacheinander. Die 777 könnten wir hier reinpacken. Warum habe ich die noch so kurz gelassen? Hinten. So, jetzt haben wir immer noch ein bisschen Platz hier am Nachmittag. Was haben wir hier? Lion Air, KLM. Was sagten wir davon noch irgendwas? Air France. Okay. Oh. Air France nehme ich mal nicht, weil ich glaube, Air France stürzt ab. Ja, am Vormittag haben wir eigentlich so gut wie gar nichts mehr. Doch, dich haben wir vielleicht. Dich haben wir unter Umständen noch. Und zwar für wie viel? 300. Ja, hier ist noch so ein maximaler. Dich haben wir hier noch für. Hier 3 Stunden, dann für den Nachmittag 416 Passagiere, machen wir mal da 4 Stunden, Quatsch, das war ja ein. Naja, machen wir mal 3 Stunden, hier haben wir noch was frei. Hier so für 3 Stunden. So, sehr schön. Garuda Indonesia. Vielleicht irgendwas Kleines. Ja. Ist hier noch rein. Ja, am Abend noch was Kleines. Hier können wir noch was Großes reinpacken. Und, wie viele Passagiere? 300. 3 Stunden, jawohl. Packen wir noch einen in Late, das ist nur klein. So, dann ist der Flugplan auch voll. Passagiere, also 3 Stunden. Schön, so. Gut. Ne, da wollte ich nicht hin. Ich wollte hier hin. Ich wollte hier hin. Dann machen wir einmal hier zu. So, und. Ja, ich finde Gegenstände, Wände und Bodenbeläge. Okay, dann müssen wir so machen. Ja. Oh.
baut das mal bitte alles ab. Die Mülleimer hier auch. So. So, guck mal hier, warum sind noch keine Fluggäste da? So, es ist 3 Uhr. Ja, okay. Ah, sehr schön. Wieso gehen die jetzt nicht nach da oben? Achso, weil die ja eh alle durch die Security hier müssen, deshalb verteilen die sich nicht nach da oben. Hab verstanden. Okay, das war eigentlich dumm, weil diesen ID-Ding, den hätte ich da ruhig stehen lassen können. Aber das war nicht stark. So, also ID heißt nicht so. Schalter. Gate-Schalter? Wie heißt das? Dieses blöde Ding. Passport. Ausweiskontrolle. Lustig. Lassen wir jetzt hier mal. Okay. So, also. Wir haben ja festgestellt. Genau, die legen ja hier ihr Gepäck hin, laufen ja dann eigentlich hier durch den Metalldetektor und laufen ja dann wieder zurück. Das macht ja so in dem Stil ja keinen Sinn. Deshalb habe ich eigentlich so einen riesigen Security-Bereich gemacht. Ohne Witz. Kann ich eigentlich zweimal hintereinander machen? Also, Remote Gepäck Scanner. Fangen wir doch damit mal an. Ja, weil das kann ich hier im Grunde ja einmal hier machen und einmal hier machen. So. Du bist 2 breit. Aha. Also eigentlich 1, 2, blub. Blub. Probieren wir mal. Ganzkörperscanner. Ja, genau. So. Remote-Sicherheitsstation. Alles klar. Remote-Sicherheitsstation. Wird verwendet, um die Ergebnisse eines oder mehrerer zugewiesener Gepäcks Kinder zu überwachen. Okay, schön gut. Aber das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, reicht es dann mit 2? Fragezeichen? Sind da überall Sicherheitsbeamte? Ja. Bei
bei 5. Ah, bei 5. Bis zu 5. Okay. Zuordnen, 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 zuordnen. Zuordnen, zuordnen. Zuordnen. Hier genauso. 1, 2, 3, 4. Und 1, 2, 3. So, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, fehlen mir 2. Okay. Dann werden die noch schnell eingestellt. Hier kommt selbstverständlich wieder die Bahn. Ne, nicht einreißen, sondern löschen. Und ich hätte ganz gerne dann hier die Wand. So. So, was ist mit euch? Lauft jetzt da nicht weiter, weil da... Ne, das ist er nicht. Das ist auch nicht. Das ist auch nicht. Ich glaube 7D war es. Ja. Okay, aber was ist jetzt... Was ist jetzt hier falsch bei euch? Ja. Schön. Ja, dann wird das hier auch... Ist auch interessant, da laufen auch welche einfach vorbei, die könnten einfach eine Bombe mitnehmen. Schön. Einfach nur schön. Dann baue ich. Nein, ich baue noch schnell das hier unten um. Ja, dann brauche ich da ja schlussendlich auch 2 mehr. Ja. So, also ist abgebaut. Dann machen wir mal eine, die Remote Packs Scanner. ja, 1, 2. 1, 2, blub, blub. Und hier. So, der Ganzkörperscanner. So, so. Na, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So wie hier auch. Jawohl. Ich müsste das ja eigentlich gleich aufgebaut haben, wenn mich alles täuscht. So, dann machen wir hier noch so und so und so und so. Schließen das hier zu, zu dem hier. Dann das hier zuordnen zu
den Vieren hier. Und das hier zuordnen zu den Dreien hier. So. Sehr gut. So, 7D. Sehr schön, jetzt verteilt sich das auch alles. Sehr schön. Wunderbar. Dann war es das auch für diese Folge. Wir sind ja schon sehr weit hier. Kommt auch schon die KLM-Maschine. Und dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.